Als er die Wunder der kubanischen Natur entdeckte, erklärte Christoph Kolumbus, dieses Land sei das Schönste, was er je gesehen habe. Fünf Jahrhunderte später. Aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. 60 Jahre Mangel, bedingt durch Isolation und Embargo, haben dazu geführt, dass die Kubaner eine Umweltpolitik ohne Verschmutzung durch Schwerindustrie, ohne chemische Landwirtschaft und ohne industrielle Fischfangflotte betreiben. Das Ergebnis dieser unfreiwilligen Abschottung ist ein ebenso außergewöhnliches wie unerwartetes Erbe. Kuba ist ein weltweit einzigartiges Naturparadies geblieben. Dutzende von Arten, die anderswo ausgestorben sind, leben hier weiterhin. Und der kubanische Mangrovenbestand ist einer der reichsten der Welt. Die Kehrseite der Medaille? Der Mangel an Mitteln auf dieser Insel, die so groß ist wie die Schweiz, hat es kubanischen Wissenschaftlern oft unmöglich gemacht, ihr vielfältiges Territorium eingehend zu erforschen. Doch plötzlich nimmt die Geschichte wieder Fahrt auf. Todos somos americanos. Die Isolation der Insel geht ihrem Ende zu. Und in den kommenden 5 Jahren wird der Tourismus von 3 auf 7 Millionen Besucher pro Jahr ansteigen. In einem Land mit nur knapp 11 Millionen Einwohnern. Weder die Kubaner noch das Ökosystem der Insel sind darauf vorbereitet. Eduardo Abreu und etwa 30 weitere Umweltwissenschaftler befinden sich plötzlich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Ihnen bleiben höchstens 2 oder 3 Jahre, um die für die Fortpflanzung unverzichtbaren Zonen ausfindig zu machen, gefährdete Arten zu bestimmen und Schädlinge zu vertreiben. Ein gewaltiges Vorhaben, das die kubanische Natur in die Lage versetzen soll, die Touristenlawinen aufzufangen und dabei den einzigartigen Charakter der Insel zu bewahren. Kuba ist so überbordend mit Leben ausgestattet, dass jedem klar ist, welche Herausforderungen zuerst gemeistert werden müssen. Jedes Jahr nach dem 1. Aprilregen wiederholt sich auf Kuba ein Phänomen, das einzigartig im Atlantikraum ist. Millionen von roten Krabben verlassen die Feuchtgebiete der Mangroven und der Wälder, um im Meer ihre Eier abzulegen. Doch um ihr Ziel zu erreichen, müssen sie eine brandgefährliche Straße überqueren. Obwohl die Kubaner nur über wenige Autos verfügen, geraten Zehntausende von Krabben buchstäblich unter die Räder und hinterlassen auf der gesamten Strecke einen glitschigen Teppich aus zermalmten Kadavern. Sie kommen jedes Jahr, dann sind die Straßen voller Krebse. Sie sind giftig, man kann sie nicht mal essen. Hier bleiben oft Autos liegen, manchmal 6, 7 hintereinander mit platten Reifen. Zwischen kristallklaren Lagunen und wilden Mangroven überqueren diese Wanderer auf einer Länge von 40 Kilometern die einzige Straße, die die Haupttouristenorte an der Südküste der Insel miteinander verbindet. Für Eduardo ein Problem, das dringend gelöst werden muss. Hier in den Zapata-Sümpfen wird der Tourismus aus dem In- und Ausland immer wichtiger für die Entwicklung der Region. Das führt unter anderem zu steigenden Bevölkerungszahlen. So kommen zum Beispiel an den Sommerwochenenden um die 20.000 bis 30.000 Menschen hierher. Und natürlich reisen sie in PKWs und Bussen an. Daher werden allein an den Wochenenden unzählige Krebse überfahren. Das ist ein Phänomen, mit dem wir uns dringend befassen müssen, damit wir das Massensterben der Krebse unterbinden oder zumindest eindämmen können. Abgesehen von seiner direkten Auswirkung auf die Population der Tiere, stört dieses Massaker das Gleichgewicht der natürlichen Auslese.
Denn es sind nicht die robustesten, die überleben, sondern diejenigen, die das Glück hatten, den Autoreifen ausweichen zu können. Diese Krabben sind reine Landtiere. Sie weisen eine Besonderheit auf, die sie dazu zwingt, einer wachsenden Gefahr zu trotzen. Jedes Weibchen muss seine 85.000 Eier in die ruhigen Gewässer der Karibischen See legen, wo die jungen Krabben ihr erstes Entwicklungsstadium durchleben. Wenn das Weibchen während des Eierlegens ins Wasser fällt, ertrinkt es dort, paradoxerweise. Zwei Monate später geben die Jungtiere, die von den zahlreichen Beutegreifern verschont wurden, ihr Meeresleben endgültig auf und überqueren ein weiteres Mal die Straße, um zu ihrem Habitat in den Wäldern zu gelangen. Sofern die 20.000 Autos, die dort täglich verkehren, es zulassen. Schließlich erreichen die jungen Krabben die Mangrovenwälder in den Zapata-Sümpfen, die sich über 6.000 Quadratkilometer erstrecken. Noch muss diese junge Baumratte, einer der letzten kubanischen Vertreter einer großen Familie karibischer Nagetiere, die so groß wie ein Bär werden können, nur einen einzigen Feind fürchten. Das Kuba-Krokodil. Die Nager sind an dieses flinke Raubtier schon gewöhnt und lassen sich nur selten überraschen. Doch ein neuer, aus Florida zugereister Feind könnte ihrem ruhigen Leben bald ein Ende setzen. Eduardo und Gustavo Sosa, der Leiter der Krokodilfarm von Boca de Guama, vergewissern sich, dass dieser Neuankömmling nicht den Lebensraum des Kuba-Krokodils unterwandert. Auf Kuba leben zwei verschiedene Krokodilarten. Einmal das Crocodilus acutus, das sogenannte amerikanische Krokodil, das im gesamten Land, vom Norden des Landes bis zum Süden, sehr verbreitet ist. Und dann das Crocodilus rombifer, das Kuba-Krokodil oder auch Rautenkrokodil, dessen einzige freilebende Population in einem kleinen Teil der Zapata-Sümpfe zu finden ist. Betrachtet man das Vorkommen der Krokodilarten weltweit, wird man feststellen, dass die Verbreitung des Kuba-Krokodils auf das kleinste Gebiet begrenzt ist. Deshalb ist es stark vom Aussterben bedroht. Außerdem kreuzen sich die amerikanischen und die kubanischen Krokodile. Das haben wir im Meer und auf dem Land gesehen. Es besteht also zusätzlich noch das Problem der Hybridisierung. Man kann also von einem Eindringen in die Populationen des Kuba-Krokodils sprechen, das die Spezies bedroht und möglicherweise schädigt. Es gibt nur noch 4.000 freilebende Kuba-Krokodile. Wenn diese sich mit den viel mächtigeren amerikanischen Exemplaren fortpflanzen, die im Gegensatz zu ihren nur 2 Meter langen Artgenossen bis zu 6 Meter lang werden, dann würden letztere von der Landkarte verschwinden. Von Natur aus neugierig und ohne Furcht vor dem Menschen verlässt das kubanische Rautenkrokodil ohne Zögern seine Deckung, um jede ungewöhnliche Bewegung zu beobachten. Sieh mal. Pass auf, dass es nicht abtaucht. Hast du es? Hier, halt es fest. Ich drehe es um, okay? Nun müssen sie überprüfen, ob es sich um ein Rautenkrokodil handelt. Gustavito drückt auf das Augenlid des Krokodils, das sich daraufhin sofort reflexartig beruhigt. Siehst du die Schuppen und die Färbung der Augen? Eindeutig ein Rautenkrokodil. Es hat nicht diese Schnauze und nicht die charakteristischen Löcher.
Lange dachte man, dass es nicht nur eine Art gäbe. Und nur durch genetische Tests konnte man erst kürzlich die Einzigartigkeit des Kuba-Krokodils belegen. Siehst du die Schuppen und dieses Muster hier? 2242, das ist typisch für das Rautenkrokodil. Wir entnehmen jetzt die Probe. Hast du das Gefäß? Ja. Die einzige sichere Methode, um festzustellen, ob das Tier kein Mischling ist, ist ein Gentest. Pass auf deine Hand auf. Ich lasse es jetzt los. Lass ruhig los. Ich habe es hier gut im Griff. Dann können wir es auch gleich markieren. Welche Nummer bekommt es? Die Nummer 231. Dann erkennen wir es, falls wir es nochmal fangen. Um die seltenste Krokodilart der Welt zu retten, muss die Entwicklung des Tourismus in seinen Lebensräumen gestoppt werden. Das Krokodil ist Kubas Totemtier. Sogar die Insel selbst hat die Form eines Krokodils. Und diese Art ist zweifellos einer der wichtigsten Vertreter der Tierwelt, die nur in den Zapata-Sümpfen heimisch ist. Eduardo trifft sich mit Lazaro Vignola, der eine Doktorarbeit über die Geschichte des Kuba-Krokodils schreibt. Lazaro kehrt an eine seiner aktuellen Grabungsstätten zurück. Eduardo will herausfinden, in welcher Epoche sich die Ernährungsweise des Kuba-Krokodils verändert hat. Das ist der Zahn eines Krokodils, aber eines ziemlich großen. Ja. Was würdest du sagen, wenn du auch die anderen Fundstücke mit einbeziehst? Von welcher Krokodilart stammt dieser Zahn? Mal sehen. Die Krokodilart anhand eines Zahns zu bestimmen, ist sehr schwierig. Wir haben hier aber noch einige Schädelreste gefunden und konnten herausfinden, dass sie zum kubanischen Rautenkrokodil gehören. Das war ein ziemlich korpulentes Tier. Da war offenbar viel Fleisch dran. Über 200 Kilo schwer. Die Kuba-Krokodile wurden früher viel größer. Wie kam das? Sie haben sich anders ernährt. Gibt es irgendwelche Daten zu diesem Gebiet? Weiß man, wie alt die osteologischen Funde hier ungefähr sind? In den 90er Jahren sammelte ein Forscher vom American Museum Überreste von Faultieren. Mit Hilfe der Radiokarbonmethode wurde festgestellt, dass sie etwa 5300 Jahre alt waren. Also gar nicht so alt. Das war das Holozän, oder? Ja, damals gab es schon menschliche Besiedlung auf Kuba. Aber die heutige Anzahl von Krokodilen ist nur ein Überbleibsel einer viel größeren Population, die damals hier lebte. Genau wie die Krokodile stellen auch die invasiven Arten ein beunruhigendes Problem dar, das dringend gelöst werden muss. Doch auch wenn manche dieser Invasionen natürlich sind, eine von ihnen ist die Folge eines schweren menschlichen Fehlers. Seit zwei Jahrzehnten fallen die Fische der kubanischen Flüsse in Massen einem unersättlichen Räuber zum Opfer. Eine Bedrohung, die die nur auf Kuba heimischen Arten bis zum Aussterben verdrängt. Der Name dieser Heimsuchung: chinesischer Wels. Doch wie gelangte dieses Tier vom anderen Ende der Welt in die kubanischen Flüsse? Unter den kubanischen Biologen ist das ein generationsübergreifendes Thema. Hier Eduardo, der die Generation der Revolution vertritt. Dort sein Sohn Yaniel,
dem nur noch wenige Jahre bleiben, um die Natur auf Kuba bestmöglich zu schützen. Als ich im Fluss getaucht bin, fiel mir auf, dass es hier viele Raubwälse gibt. Wie lange bist du eigentlich schon Fischer hier auf Kuba? Diese Menge an Fischen ist wirklich verblüffend. Ab dem Jahr 2000 wurde der Wels zu einer Art Nahrungsalternative für die Bevölkerung. Eigentlich wollte man den Wels nur in den Stauseen ansiedeln und darauf achten, dass er nicht in die natürlichen Gewässer gelangte. Aber man hatte nicht mit den Wirbelstürmen gerechnet. Dann kam der Hurricane Michelle, ein sehr starker Sturm. Die Stauseen traten über die Ufer und die gesamte Fischbrut gelangte in die natürlichen Gewässer, in diesem Fall in die Zapata-Sümpfe. Um den chinesischen Wels in seine Schranken zu verweisen, benutzen die Kubaner Netze, mit denen sie die Flüsse sperren. Sie dirigieren die Fische in Reusen und locken sie so in die Falle. Diese Technik ermöglicht es ihnen, die Fische mehrere Tage lang am Leben zu erhalten. Jedes Mal, wenn Ignacio eine seiner Fallen aufsucht, lässt er die Fische der kubanischen Arten frei und behält nur die Welse zurück. Nun können die einheimischen Fische wieder die Oberhand gewinnen. Ich erinnere mich, dass die Fischdichte hier früher ganz unglaublich war. Ist das heute immer noch so? Heute ist es nicht mehr so. Ich nenne dir ein paar Zahlen. Zu Beginn der 2000er Jahre haben wir in einem Jahr 18 Tonnen Welse gefangen. Heute kommt man gerade mal auf 2 Tonnen. Ihr wirkt ziemlich motiviert bei eurer Arbeit. Zahlt sich die Fischerei denn aus? Zurzeit bezahlt die Regierung uns ganz gut. Für eine Tonne Welse bekommen wir 2500 kubanische Pesos und noch einiges in konvertiblen Pesos. Also sind wir mit Begeisterung dabei. Niemand hatte mit dem Ausmaß der Invasion der Welse und ihren zerstörerischen Folgen gerechnet. Um dem ein Ende zu setzen, bedurfte es eines noch gefräßigeren Raubtieres, des Menschen. Da ihre Zeit begrenzt ist, stellen sich Eduardo und Janiel bereits einer neuen Herausforderung. Wie es aussieht, weist die kubanische Biodiversität überall Schwachstellen auf. Gibt es auf dieser Insel denn keinen einzigen Ort ohne Probleme? Nun, es existiert auf Kuba eine verborgene und geheimnisvolle Welt. Ein Gebiet, das nur wenige Kubaner kennen und das nur die Tiere der Insel bewohnen. Über ein Fünftel der Insel erstreckt sich ein unterirdisches Labyrinth aus Grotten, Wasserläufen, unterirdischen Flüssen und Seen, in denen sich das Quellwasser aus den Bergen und den Ebenen sammelt, um ohne jeden weiteren Kontakt mit der Außenwelt in die küstennahen Mangroven abzufließen. Eine Welt, die sich nur einmal in 1000 Jahren offenbart, wenn die Decke einer großen Höhle einstürzt. Dann öffnet sich ein Fenster zu einer unbekannten Welt und ihren rätselhaften Bewohnern. Diese Felsstürze, sogenannte Cenoten, zu erforschen, ist für die kubanischen Biologen keine leichte Aufgabe. Manche sind gut zugänglich, aber der Großteil liegt in den mehrere hundert Quadratkilometer großen, oft undurchdringlichen Mangroven verborgen.
Jahr für Jahr müssen Eduardo, Janiel und die Teams der Nationalparks überprüfen, ob die Cenoten von der Invasion amerikanischer Krokodile, chinesischer Katzenwälse und jedweder Form von Umweltverschmutzung unberührt geblieben sind. Denn in diesem geschlossenen System würde eine befallene Zone die Gesamtheit der unterirdischen Welten in Mitleidenschaft ziehen. Wenn du die Grotte untersuchen willst, dann sei vorsichtig. Die Krokodile hier sind sehr gefährlich. Sie können aus jedem Loch hervorgeschossen kommen und dich angreifen. Der inzwischen überflutete Wald ist nach und nach versteinert. Auf den ersten 10 Metern begünstigt das süße und klare Wasser aus den Bergen einen starken Algenbewuchs, der dem Ganzen etwas Gespenstisches verleiht. Der Boden dieser unterirdischen Seen, der sogenannten Cenoten, wurde dagegen im Rhythmus der Gezeiten vom salzigen Meerwasser geprägt. An der Grenze zwischen den Seen spielen die Wassermassen miteinander, kreuzen und vermischen sich, ohne sich jemals zu vereinen. Aus Neugier gibt das Krokodil seine Lauerstellung auf, um diesen ungewöhnlichen Besucher aus der Nähe ins Auge zu fassen. Ein weiterer, noch seltsamerer Bewohner geht auf Erkundungstour. Der kubanische Knochenhecht ist ein sehr seltenes Tier, ein wahres lebendes Fossil, das es in dieser Form seit Hunderten von Millionen Jahren gibt. Vermutlich ist er das evolutionäre Bindeglied zwischen Fisch und Säugetier. Und? Hast du ein Krokodil gesehen? Als ich aufgetaucht bin, habe ich hier eine kleine Höhle gesehen. Und da ist eins reingeschwommen. Ein Riesentier, ungefähr 2 Meter groß. Ich habe es 2-mal gesehen, das heißt, ich weiß nicht genau, ob es dasselbe war. Auf dem Rückweg habe ich auch einen Fisch gesehen, auch ungefähr so lang, mit einem Maul wie ein Krokodil. Und mit vielen Zähnen. Das ist der Manjuari, der Knochenhecht. Seinen Namen trägt er, weil er so viele Zähne hat. In der kubanischen Ursprache Arhuaca ist Manju das Wort für viel und Ari bedeutet Zähne. Die größte Population lebt hier in diesen Cenoten. Hier haben sie ideale Bedingungen und Zugang zum Sumpfgebiet. So haben die Manjuari, die man zum Teil durch die Invasion der Wälse vom Aussterben bedroht sah, in diesem geschlossenen System aus Grotten und Cenoten auf Kuba ein sicheres Refugium gefunden. Bei seinen Forschungen trifft Janiel Andrei Hurtado, der, um dem absehbaren Aussterben dieser prähistorischen Fische auf Kuba etwas entgegenzusetzen, eine wirkungsvolle Notmaßnahme ergriffen hat. Setzen wir sie ins Wasser. Um einen thermischen und chemischen Schock zu vermeiden, werden die Fische zunächst in einer Kühlbox akklimatisiert. Andrei hat die letzten 10 Jahre seiner wissenschaftlichen Laufbahn der Aufzucht dieser seltenen Fische gewidmet.
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten finden sich Jungtiere der Manjuari in jenen Flüssen wieder, die die Welse ihren Eltern streitig gemacht hatten. Wir haben diese Station eingerichtet, um die heimischen Fischarten zu erhalten und ihre Vermehrung zu fördern. Dazu gehört auch der Knochenhecht. Wir versuchen, an die Brut, an die Fischeier heranzukommen, um sie dann, sofern die Bedingungen es zulassen, hier in das Aufzuchtbecken zu bringen. So versuchen wir, die Population wieder anzuheben. Wir arbeiten hier mit einigen Leuten zusammen und versuchen, die Tiere wieder anzusiedeln. Ich denke, Ort und Zeitpunkt sind gut gewählt. Andrei, warum habt ihr genau diesen Ort ausgesucht, um die kleinen Knochenhechte auszusetzen? Man sieht, dass das Wasser hier ruhig ist. Es gibt Rückzugsmöglichkeiten und viele Fische, die ihnen später als Nahrungsmittel dienen können. Anhand der Probenentnahme an anderen Orten hat man festgestellt, dass diese Tiere auch in anderen Gebieten mit ähnlichen ökologischen Bedingungen wie hier zu finden sind. Für die Biologen der Nationalparks könnte ein professioneller Umgang mit diesen nahezu unbewohnten Mangroven und Flüssen der Insel eine Zukunft bieten, in der Tourismus, wirtschaftliche Entwicklung und Erhalt des Naturerbes miteinander einhergehen. Für Eduardo und die Angestellten der Nationalparks hat der Schutz der Wildnis den Vorrang. Doch sie müssen noch ein weiteres großes Problem lösen. Es steht ihrem Traum vom ökologischen Paradies im Weg und muss sofort angegangen werden. Wir befinden uns in einem Land, in dem der Durchschnittslohn 20 Euro im Monat beträgt, 50 für einen Chirurgen. In schwierigen Zeiten für die Revolution, wie der sogenannten speziellen Periode, die 1990 durch das Wegfallen der russischen Unterstützung auf Kuba ausgelöst wurde, war für manche die Wilderei das einzige Mittel zum Überleben. Die steigende Nachfrage durch Touristen nach exotischen Objekten verstärkt die Habgier derjenigen, die auf schnelles Geld aus sind. Und die Touristen kommen noch immer und immer zahlreicher. Mit einem Markt von 100 Milliarden Euro pro Jahr ist der Handel mit Tieren, nach dem Drogen- und dem Waffenhandel, die drittgrößte illegale Erwerbsquelle der Welt. Sie zu bekämpfen, hat für die Biologen der Naturparks höchste Priorität. Wir befinden uns im Westen Kubas, in der Provinz Pinar del Río, dem Lebensraum eines Symboltieres der Insel. Die Kuba-Amazone ist eine sehr seltene Art, die auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens steht. Eduardo trifft sich mit Armando, der ein Programm zur Rettung und Wiedereinführung dieser einzigartigen Vögel leitet. Hallo, wie geht's? Wie läuft's mit der Aufzucht? Welches Ziel verfolgt ihr genau mit dieser Aufzuchtstation? Unser Hauptziel ist es, zur Erhaltung der Kuba-Amazone beizutragen. Ist diese Spezies irgendwie gefährdet? Oh ja, viele Leute fangen die Vögel für die Haustierhaltung. Außerdem ist Kuba ein tropisches Land und die Wirbelstürme verwüsten die Lebensräume der Vögel. Die Kuba-Amazone nistet ja in Palmen. Aber das größte Problem ist die Wilderei. Verkauft man diese Vögel als Haustiere, erzielt man einen hohen Preis. Wie hoch ist denn der Marktpreis ungefähr? Keine Ahnung. Da kommt es auf den Ort an. Hier in Hawaii Grande, in den Zapata-Sümpfen, sind es 20, 25 Dollar. Wenn du sie in Varadero verkaufst, sind es schon 50. Und in Havanna kriegst du bis zu 80 Dollar. Bis zu 80? Ja, bis zu 80 konvertible Pesos. Das ist ein Preis, der die Spezies definitiv in Gefahr bringt.
Gibt es nur einen nationalen oder auch einen internationalen Markt für diese Tiere? Es kam schon vor, dass sie exportiert wurden. Wenn sie es am Zoll vorbeigeschafft haben? Ja, manche haben sie mitgenommen, wenn sie illegal ausgereist sind, zum Beispiel nach Mexiko. Dort kosten sie dann $1,000. Sie sind sehr teuer. Deshalb ist diese Spezies so bedroht. 80 Euro für einen in der Stadt verkauften Vogel entsprechen 3 oder 4 Monatsgehältern. Sogar im kleinen Maßstab ist das leicht verdientes Geld. Um die 20 ausgewilderte Vogelpaare jährlich genügen im Augenblick, um den Bestand der Kuba-Amazonen zu stabilisieren. Doch der wachsende Tourismus wird unweigerlich eine steigende Nachfrage zur Folge haben. Und der verdeckte Handel mit begehrten Vögeln ist bei weitem kein Einzelfall. Zurück von seinen Erkundungen in den Zapata-Sümpfen sieht sich Eduardo mit einem Fall von beunruhigendem Ausmaß konfrontiert. Er bekam Zugang zu einem außergewöhnlichen Dokument, das dem Zoll in die Finger geriet. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Seit 2 Tagen. Angesichts der immensen Gefahr tut sich Eduardo mit Roberto Tarragona zusammen, kurz Tobi, einem kubanischen Umweltschutzpionier. Das ist im Süden von Mañadores. Denke ich auch. Und du? Ja, wegen der Kopfform. Und die Beschaffenheit dieses Ökosystems ist typisch für diese Gegend. Irgendwas muss man ja machen, um die Familie zu ernähren. Die Situation hier ist einfach ausweglos. Wie lange seid ihr schon hier, mein Junge? 12 oder 13 Tage. Seit 3 Tagen sind sie unterwegs und seit 13 Tagen jagen sie Krokodile? Das heißt, dass sie den Aufwand erhöht haben und immer weiter ins Innere vorgedrungen sind. Was schätzt du, wie viele Tiere sind es nach den Videos, die wir gesehen haben? Es müssten 50 bis 60 Tiere sein, die sie zu viert gefangen haben. Die Boote sind so voll, dass für die Wilderer selbst kein Platz mehr darin ist und sie schieben müssen. Bei dieser Anzahl von Krokodilen in den Booten haben sie an dem Fleisch ungefähr $3.000 verdient. Ganz schön viel Geld. $3.000. Das ist nicht nur für den Lebensunterhalt. Das ist Bereicherung. Das Video zeigt aber auch, dass es offensichtlich eine Nachfrage gibt. Und was ist das für ein Markt, Gustavito? Der Tourismus natürlich. Ja. Der zunehmende Tourismus. Das zieht das nach sich. Ja, die Nachfrage nach Krokodilfleisch und anderen Fleischsorten ist gestiegen. Eine Möglichkeit wäre es, die Fleischproduktion in den Krokodilfarmen zu erhöhen, um auf die Nachfrage zu reagieren. Denn niemand hatte damit gerechnet, dass die Nachfrage so schnell steigen würde. Für Gustavito beweist dieses Video 2 Dinge. Er muss seine Anstrengungen bei den Auswilderungen der Rautenkrokodile verdoppeln, und zwar unverzüglich. Doch muss er auch den Ertrag aus seiner Zucht amerikanischer Krokodile steigern. Derzeit produziert die Krokodilfarm 1 Tonne Fleisch pro Jahr, das ausschließlich für die Tourismusindustrie bestimmt ist. Um die wachsende Nachfrage von Hotels und Restaurants zu befriedigen und so die Wilderei zu bremsen, muss er ab diesem Jahr auf 2 Tonnen kommen. Bleibt zu hoffen, dass in 4 oder 5 Jahren das kubanische Rautenkrokodil wieder den Großteil der Gebiete bevölkern wird, die es ursprünglich bewohnte. Und dass der Bestand sich so stabilisiert, dass es von der Liste bedrohter Arten gestrichen werden kann. Doch dafür muss die Wilderei wirklich illegal werden. Noch heute gibt es in Kuba kein Gesetz, das sie unter Strafe stellt. In zahlreichen Regionen der Insel besteht die Hauptarbeit der Umweltschützer in einer Bestandsaufnahme des Status quo. Dann gilt es abzuschätzen, welche Risiken der Umweltverschmutzung oder der Zerstörung natürlicher Lebensräume durch den ausufernden Tourismus oder eine anarchische industrielle Entwicklung entstehen könnten.
Heute führt Eduardo eine allgemeine Bestandsaufnahme in den Wäldern im Westen des Landes durch. Zahlreiche Tiere, die es nur auf Kuba gibt, sind hier anzutreffen. Die Kuba-Amazone natürlich, aber auch der nur einen Zentimeter lange Pygmäenfrosch. Oder die farbenprächtige Polymiterschnecke, genannt Gaudi. Der rotköpfige Truthahngeier. Die blauköpfige Rebhuhntaube. Der Kuba-Trogon, auch Tokororo genannt, der Nationalvogel des Landes. Sowie das falsche Chamäleon, die einzige Echse, die Farbe und Aussehen wechseln kann. Der Blutfleckspecht ist einer der größten Baumeister des Waldes. Um seinem Weibchen zu gefallen, baut das Männchen unermüdlich neue Nistplätze. Dabei verwandelt es die Stämme der Palmen in regelrechte Wohnhäuser, die schon bald neue Mieter finden, die sich die günstige Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ein lauter Nachbar allerdings stört seine Mitbewohner sehr. Der nachtaktive Sperlingskauz, mit seinen 10 cm Länge die kleinste Eulenart der Welt. In den Wäldern der Zapata-Sümpfe wachsen auch Palmen. Manchmal schlägt der Blitz hier ein. Und zu Beginn der Brutzeit bauen die Spechte dann in den geschädigten Bäumen ihre Nester. Wenn sie sie verlassen, kommen andere heimische Vögel. Der Uhu, die Kuba-Amazone, der Wellensittich. Dentro las cuales aparecen los búhos, las cotorras, los periquitos. Desgraciadamente, estas palmas. Leider sind die Bäume stark gefährdet. In der Brutzeit im April kommen die Wilderer, um Eier von Wellensittichen und Jungvögeln zu stehlen. Dazu fällen sie die Palmen. En el mes de abril, para ello derriban las palmas. Y entonces so gibt es jedes Jahr weniger Palmen und damit weniger Nisthöhlen für die Spechte. So entsteht eine Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Spechtarten und den anderen Vogelarten, die deren Nester nutzen. Dieses Problem ist deutlich erkennbar und wir arbeiten derzeit daran, die Situation zu verbessern, indem wir künstliche Nester an der entsprechenden Höhe für die jeweiligen Vogelarten anlegen. Para ellos estamos buscando las alturas de los nidos con relación al suelo. Wir haben zum Beispiel beobachtet, dass die Uhus sich im Verhältnis zu anderen Vogelarten die höchstgelegenen Nester suchen. Los de mayor altura con respecto a otras especies.
Als einer der seltenen Kleinsäuger auf einer Insel führt die Baumratte kein besonders ruhiges Leben. Lautlos und schnell hat die Regenbogenboa sie bereits ins Visier genommen. Wieder kommt der flinke kleine Nager noch einmal mit einem Schrecken davon. Die kubanische Boa steht auf der Liste der bedrohten Arten, denn ihr Ruf als Hühnerdieb hat sie zum Feind der Dorfbewohner gemacht, die sie unaufhörlich jagen. Eduardo glaubt, dass dieser Wald, sobald er zum Artenschutzgebiet erklärt worden ist, der Boa eine langfristige Zukunft bescheren könnte. Er muss ein paar Dutzend Exemplare einfangen, um Dichte, Geschlecht und Alter dieser Population zu schätzen. Leichter gesagt als getan. Ungefähr 1,70 Meter. Angesichts des Reichtums der Tierwelt, der ihm auf jedem seiner Ausflüge begegnet, hegt Eduardo keinen Zweifel. Man muss dafür sorgen, dass der Wald von Vinales zum Naturschutzgebiet erklärt wird. Den Biologen bleiben dafür höchstens ein oder zwei Jahre, denn die Stadt wächst mit Riesenschritten. Zum Glück scheinen ihre Bewohner bereits um ihr Naturerbe besorgt zu sein. Barnabé, vielleicht haben wir ja Glück und sehen einen Bienenkolibri. Die sind immer im Haus. Kaum komme ich nach Hause, warten sie schon auf mich. Tatsächlich? Ja, sie wohnen bei mir. Ich sehe hier jedes Mal welche. Zuerst suchen wir im Wald vergeblich nach ihnen, dann komme ich mit dir hierher und schon sehe ich welche. Genau, siehst du? Er wartet auf mich. Stimmt. Da sitzt der Kleine. Im Wald fast unsichtbar ist der Bienenkolibri, der kleinste Vogel der Welt. Mit seinen knapp 6 Zentimetern Länge wiegt er nur 2 oder 3 Gramm. Die Kubaner nennen ihn Zunzun, wegen des Geräusches seiner Flügel, die 80 Mal in der Sekunde schlagen. Er ist eines der verletzlichsten Tiere des kubanischen Waldes. In meiner 30-jährigen Laufbahn habe ich nie so viele Bienenkolibris und Smaragdkolibris an derselben Stelle gesehen. Du musst hier auf deinem Hof irgendetwas Besonderes gemacht haben. Ja, ganz bestimmt. Ich habe die Vögel mit viel Liebe aufgezogen. Ich versuche immer, sie gut zu ernähren und sie vor Tieren zu schützen, die ihnen gefährlich werden könnten. Natürlich auch vor den Menschen mit ihren Käfigen und ihren Pfeilen. Hier in der Umgebung gibt es so etwas nicht. Ich glaube, diese Erfahrung ist einzigartig und das macht sie auch so wertvoll.
Es ist zwar nur die Initiative einer einzelnen Person, aber trotzdem wird hier sichtbar, wie besonders das ist. Wenn sich alle Menschen so um die Pflege der Natur kümmern, dann zieht das jeden Tag mehr Besucher an und das wiederum kommt in wirtschaftlicher Hinsicht der gesamten Bevölkerung zugute, sofern wir entsprechende Richtlinien schaffen, um die Schönheit dieser Orte zu schützen. Ja, genau. Von der Gesundheit der kubanischen Lagunen und Mangroven hängt die Zukunft der gesamten Feuchtgebiete Mittelamerikas ab. Warum? Kuba ist der wichtigste und fast schon letzte Zugvogelkorridor zwischen Nord- und Südamerika. Ohne Kuba könnten die Vögel auf ihrer langen Reise keinen Zwischenhalt mehr einlegen. Eine ökologische Katastrophe. Eduardo begleitet die Ornithologin Lourdes Muica zu einer Vogelzählung in die Zapata-Sümpfe im Süden des Landes. Das ist ein guter Platz für die Zählung. Ein klassischer Futterplatz. Da ist auch ein Rötelreiher. Und da sind Schneesichler. Und sieh mal da, da fressen die Küken zusammen mit den Erwachsenen. Ah ja. Die Küken haben eine andere Färbung. Hier haben wir auch Strandreiher. Und Rosalöffler? Rosalöffler, Regenpfeiferartige und Gelbfüßler. Die Zugvogelkorridore des Mississippis und des Atlantiks bringen etliche Arten nach Kuba. Deshalb haben wir hier diese umfangreichen Bestände. Ja, etwa 178 Vogelarten, die vom Norden nach Süden ziehen und 14 Arten, die vom Süden in den Norden ziehen. Über die Hälfte der 369 kubanischen Vogelarten, die bisher beschrieben wurden, sind also Zugvögel. Das heißt, wir sehen sie nur jetzt. Sie kommen im September, Oktober und im April oder schon im Februar oder März fliegen sie wieder zurück nach Nordamerika. All diese Gebiete in der Karibik sind miteinander verbunden. Das heißt, alles, was hier für den Vogelschutz getan wird, hat Auswirkungen an ganz anderen Orten, in anderen Feuchtgebieten des Kontinents, zum Beispiel in Yucatan oder in den Feuchtgebieten Kolumbiens oder in vielen Regionen auf den Bahamas. Das bedeutet internationale Anerkennung und gleichzeitig die Verpflichtung für unsere Regierung, den derzeitigen Erhaltungszustand zu bewahren. Man muss aber berücksichtigen, dass der zunehmende Tourismus Veränderungen auslösen kann. Richtig. Man muss einfach genau darauf achten, wie viele Touristen eine Region bereisen. Die Leute, die hier wohnen, du zum Beispiel, ihr müsst den Menschen hier vermitteln, dass die Zapata-Sümpfe nicht allein wegen des Namens bei den Touristen so gefragt sind, sondern weil der Name für einen Ort mit gehobenem Erhaltungszustand steht. Das zeigt sich bei der hier ansässigen Vogelpopulation und auch bei der Anzahl der Zugvögel, die diesen Ort aufsuchen. Aber der Wohlstand der Region ist an diesen Artenreichtum gebunden. Alles hängt davon ab, dass die Menschen verstehen, dass der Schutz dieser Gebiete der größte Wert ist, den wir haben. Diese Gebiete sind Teil unseres Naturerbes und die Erhaltung der Natur ist es, die die Menschen anzieht. Sie kommen hierher, um sich daran zu erfreuen. Und indem sie unsere Arbeit würdigen und wertschätzen, werden sie Teil des Erhaltungskonzepts. Man muss also dafür sorgen, dass sie nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung werden. Die 5000 Kilometer lange kubanische Küste birgt heute die Hälfte des Mangrovenbestandes Mittelamerikas.
Tiere wie die weißen Pelikane Floridas, die sich vor 10 Jahren auf Kuba noch nicht blicken ließen, lassen sich nun hier nieder. Denn in Florida, wie in allen übrigen karibischen Ländern, treibt die Zubetonierung der Küsten mit Hotelbauten und Yachthäfen das Verschwinden der Lebensräume wildlebender Tiere voran. Wird Kuba das letzte Kapitel dieser Katastrophe schreiben und die unverzichtbaren Zugvogelkorridore zerstören? Natürlich nicht. Die Kubaner sind viel zu unabhängig und zu stolz auf ihre Besonderheiten und ihr Naturerbe. Seit etwa 10 Jahren pendeln viele Kubaner ins Ausland, um dort zu arbeiten oder Familienangehörige zu besuchen. Dieses gebildete Volk ist sich der verhängnisvollen Folgen sehr wohl bewusst, die die plötzliche Aufhebung des Embargos und das damit einhergehende schnelle Geld haben können. 5 Jahrhunderte nach Kolumbus wird die Ankunft der ersten Ozeanriesen beinahe gleichgültig aufgenommen. Als sei es ein Wink des Schicksals, fällt die Ankunft der Kreuzfahrtschiffe mit einer ungewöhnlichen Entdeckung zusammen. Der Almiki, das einzige giftige Säugetier der Welt, das man bereits für ausgestorben hielt, taucht plötzlich wieder auf, im Unterholz der Insel. Ob es zum Wappentier des Kuba von morgen werden wird? Zum Totem der großen Naturinsel Mittelamerikas? Die Zukunft wird es weisen.